Des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Anhaltspunkte für die Echtheit des Rasenkreuzes bzw. die Ereignisse von Eisenberg. Anhaltspunkte. Aber ich gehe dann auch, aber das wird heute nicht der Fall sein, auf die einzelnen Punkte der Diözese Eisenstadt ein, wo die Diözese abgelehnt hat. Die verschiedenen Punkte, die angeführt werden, dass Eisenberg also kein übernatürliches Geschehen ist. Wir sehen hier das Rasenkreuz. Ich glaube, das ist eine der schönsten Aufnahmen vom Rasenkreuz aus dem Jahre 1982. Das Rasenkreuz ist 1956 entstanden. Wir werden dann auch Bilder von 1956. Wenn Gott eingreift, will er uns damit immer etwas sagen. Es ist ja nicht so, dass Gott ein Wunder wirkt. Es ist immer auch eine Botschaft da. Und deshalb gibt es keine Sakramente, wo es kein Wort dazu geht. Ich kann also kein Sakrament sprechen, nur Wasser drüber schütten und nichts dazu sagen. Das ist noch nicht die Taufe. Es gehört also zusammen. Viele hier glauben in diesem Saal, in dieser Kapelle, dass Gott hier an diesem Ort eingegriffen hat durch den Erzengel Michael. Ich weiß nicht, von wo das gekommen ist, dass jemand gesagt hat, vielleicht weiß die Frau Kern das, dass der Erzengel Michael dieses Kreuz eingeprägt hat. Aber es wird sicher etwas dran sein an dieser Aussage. Ein Kreuz spricht bereits ohne Worte. Es ist das Zeichen der Erlösung. Unser Heil und Glück geht durch einen Bruch, durch Leid und Tod hindurch. Die Botschaft von einem Kreuz, ohne dass man jetzt etwas dazu sagt, ist: Vertrau nicht auf deine Kraft. Vertrau nicht auf ausgeklügelten Strategien. Vertrau nicht dem Versprechen eines stetigen Fortschritts. Eine stumme Botschaft auch an all jene, die berufen sind, das Evangelium zu verkünden und von der Kraft des Kreuzes zu sprechen, wie das auch der Apostel Paulus getan hat. Im ersten Korintherbrief, da heißt es: Die Juden fordern Zeichen, die Griechen suchen Weisheit. Wir dagegen verkünden Christus als den Gekreuzigten. Für Juden ein Ärgernis, für Heiden eine Torheit. Für die Berufenen aber, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Also, und das Kreuz ist etwas ganz Wichtiges. Es ist Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Die stumme Botschaft eines Kreuzes ist deshalb: Die Kraft, die ihr in eurem Leben braucht, kommt vom Kreuz. Wendet euch ihm dankbar zu, dann werdet ihr gerettet. Das steht also nicht neben dem Kreuz von Eisenberg geschrieben. Das Kreuz hier in Eisenberg ist stumm. Und stellen wir uns deshalb die Frage: Gibt es andere Möglichkeiten, als dass hier der Himmel eingegriffen hat? Wie dieses Kreuz entstanden sein könnte am 6. September 1956? Wir sehen hier dann einige Aufnahmen
des Rasenkreuzes, wie es am Beginn sich gezeigt hat. Hier sehen wir die Mutter Lex, eine Aufnahme, das muss circa am 29. September 1956 gewesen sein. Warum? Weil es gibt da eine Art Gästebuch, das der Volksschuldirektor Ziegling angelegt hat. Der hat das schön gesammelt, der hat auch die Mutter Lex vernommen, einvernommen und auch die Annemarie, rechts von der Mutter Lex ist die Annemarie. Und da am Boden seht ihr also das Kreuz. Das ist ein Zeitungsartikel und bei der Zeitung sieht man welches Datum und deshalb muss dieses Foto ungefähr zu dieser Zeit gewesen sein. Dann haben wir hier ein Foto, das ist auch im Buch von der Frau Jäger drinnen. Dort ist aber als Datumsangabe angegeben 1958 bis 1962. Da glaube ich, das dürfte nicht stimmen. Das ist wegen des Schutzes um das Kreuz. Man musste ja dann einen Schutz machen um das Kreuz. Und das ist sehr früh geschehen. Und das ist früher schon als 1958 geschehen. Da sieht man jetzt nur so, die Familie Lex haben da nur so Steine hingelegt wahrscheinlich. Aber ihr seht hier das Kreuz und das ist dieselbe Aufnahme. Also bitte, da hat irgendjemand das Kreuz angemalt ein bisschen. Ich weiß es nicht, warum auf dem einen Foto man das so gut sieht und auf dem anderen nicht. Man sieht es auch auf dem anderen, aber nicht so gut. Weiß ich nicht. Machatsch, ja. Das bedeutet, das ist die erste Kleinschrift. Wir werden das Bild dann noch von dieser Kleinschrift sehen. Auf der Seite 37 ist dieses Bild. Alexander Machatsch war der Vater von der Frau Dr. Maria Pinska. Und die Frau Dr. Pinska ist eine Wienerin. Die sind 1967 nach Eisenberg gekommen. Und die hat dann das erste Büchlein geschrieben. Könnte ich mehr erzählen, aber das würde dann zu lange werden. Und sie hat es nicht unter ihrem Namen herausgegeben. Sie war Religionslehrerin in Wien und sie hat wahrscheinlich Angst gehabt, dass sie ihren Posten verliert und hat deshalb dieses Büchlein unter dem Namen ihres Vaters herausgegeben. Und da sehen wir wiederum ein Bild vom Rasenkreuz. Es heißt, das liest man öfters, dass dieses Kreuz ganz messerscharf war und genau, millimetergenau war. Allerdings auf diesen Fotos hier, bis auf dem einen, sieht man das nicht so. Also da bin ich auch überfragt jetzt, warum dann trotzdem diese Angaben so gemacht werden, dass es millimetergenau war. Weil da hat man ja nicht so den Eindruck, dass es so millimetergenau ist. Das ist ein anderes Foto. Auch von einer Zeitung vom 7. Oktober 1956. Da sieht man hinterhalb so, da ist schon eine Einfriedung, ja? Weil die Annemarie, die ist da praktisch so in einem Hühnerstall. Da haben sie so eine Art Hühnerstall gemacht. Das ist der Umschlag von diesem Buch von der Frau Jäger. So, der Himmel, das ist also mal die Möglichkeit, die wir alle in Betracht ziehen zuerst. Aber gibt es vielleicht die Möglichkeit, dass der böse Feind das macht? Oder dass die Natur selber so etwas macht? Oder dass der Mensch so etwas macht? Wir lesen da im Katechismus, und da bin ich jetzt beim Punkt 2, wir lesen da im Katechismus der katholischen Kirche, das verhängnisvollste dieser Werke des Teufels war die lügnerische Verführung, die den Menschen dazu gebracht hat, Gott nicht zu gehorchen. Die Macht Satans ist jedoch nicht unendlich. Er ist bloß ein Geschöpf, also dürfen wir nicht vergessen, er ist ein Geschöpf. Zwar mächtig, weil er ein reiner Geist ist, aber doch nur ein Geschöpf. Sein Tun bringt schlimme geistige unmittelbar selbst physische Schäden über jeden Menschen und jede Gesellschaft. Satan will den Menschen zum Ungehorsam verleiten. Er schadet also zuerst dem Menschen und das vor allem
in geistiger Hinsicht, was aber auch physische Schäden hervorbringen kann. Hier wird nicht gesagt, ob der Satan direkt einen Einfluss auf die Natur nehmen kann. Ob er bewirken kann, dass zum Beispiel das Gras abstirbt. Grundsätzlich, weil Satan ein Geschöpf ist, so wie wir Menschen, kann er aus dem Nichts nicht etwas erschaffen. Der Satan kann kein Steinchen machen, kein Staubkörnchen machen. Aber jetzt könnte man beim Rasenkreuz sagen, naja, er muss ja da aus dem Nichts nicht etwas machen, sondern da ist ja schon was da, da ist ja das Gras da und er braucht ja nur auf das Vorhandene einen Einfluss nehmen. Und da komme ich jetzt zu etwas, was wahrscheinlich für die meisten von euch jetzt neu ist. Materialisierung. Da sehen wir jetzt ein paar Bilder vom Gabriele Amort. Der Gabriele Amort war der Chefexorzist im Vatikan. Er ist 2016 verstorben. Und er ist interviewt worden von einem Mann, das war, ich weiß nicht, ob es der Regisseur war, aber jedenfalls, der hat eine ganz wesentliche Aufgabe gehabt bei diesem Film Der Exorzist. Und dieser Mann hat den Gabriele Amort, den wir da sehen, interviewt. Auf YouTube kann man dieses Interview sehen. Und da, während dieses Interviews zieht er da ein Säckchen hervor. In dem Säckchen, sagt er, da sind 2 Kilo verschiedenster Gegenstände wie Nägel, Schrauben, Pinzetten, Glasscherben und so weiter. Und bei Exorzismen ist das passiert, dass die exorzierte Person solche Gegenstände aus dem Mund herausgekommen sind. Oder auch von hinten, beim Ausgang, aber wahrscheinlich meistens beim Mund. Und jetzt kann man sich also nicht vorstellen, nicht? Das ist drin. Aber er sagt, die sind nicht wirklich drinnen im Körper, sondern im Augenblick, wo das rauskommt von dem Mund, materialisiert sich das. Und diese Gegenstände erzeugen im Körper, sind nicht drinnen, aber der Mensch hat einen Schmerz, als ob solche Gegenstände drinnen wären. Und jetzt ist die Frage, wer macht das? Macht das jetzt Gott oder macht das der Teufel? Zuerst würden wir annehmen, der Teufel, weil das im Rahmen eines Exorzismus passiert. Für mich die einleuchtendere Antwort wäre die, durch die Segensgebete des Exorzisten greift Gott ein und er, also Gott, bewirkt die Materialisierung und Amort drückt das so aus, diese vom Dämon, sagt er, ausgespuckten Gegenstände materialisieren sich in dem Augenblick, wo sie aus dem Mund herauskommen. Also der Dämon muss dem Befehl Gottes gehorchen und das sozusagen freigeben. Warum? Damit erkennt der Exorzist und die Mitbeter, dass da jetzt eine Befreiung erfolgt ist. Aber für mich, aber ich bin da auch ein Laie, aber ich würde sagen, letztlich hat das Gott gemacht. Also nicht Satan, weil er meiner Meinung nach das nicht machen kann. Aber ihr seht, das ist ein Gebiet und deshalb müssen wir eben auch die Dinge genauer anschauen. Ist das ein Satanskreuz vielleicht, dieses Rasenkreuz? Ihr kennt Satanskreuz.
Jemand hat mir gesagt nachher, für ihn ist das kein Satanskreuz, weil es waagrecht auf der Erde liegt. Mag sein, dass das sicher auch ein Aspekt ist, weil es ist Unterschied, wenn es im Stehen ist, es ist senkrecht. Aber gut, man kann sich ja eben das Kreuz auch so auf eine Kette hängen, wie hier. Oder so, Heil Satan. Also Satanisten, warum nehmen sie solche Zeichen? Weil Satan ist ein Affe Gottes. Er versucht, alles nachzumachen von Gott. Aber natürlich, er muss doch ein bisschen anders machen, nicht? Das geht dann doch nicht. Und dann dreht er es halt am Kopf, stellt es am Kopf. Könnte also das Rasenkreuz ein Satanskreuz sein? Das ist nun doch nicht so leicht denkbar, da der Großteil der Menschen, und ich würde sagen, ja, ich weiß es nicht, aber 99% vielleicht oder 98, die nach Eisenberg kamen, in diesem Kreuz einen Hinweis auf das Kreuz Christi sahen. Und damit hat nun der Teufel keine Freude. Und da darf ich an den heiligen Franz von Assisi erinnern. Der Thomas von Celano schreibt in diesem Franziskusleben, das er geschrieben hat: Wo nur immer eine Kirche stand, verneigten sie sich, also die Brüder, auch wenn sie nicht bei der Kirche selbst waren, sondern sie nur von Weitem irgendwie sehen konnten, gegen sie hin tief zur Erde, mit Leib und Seele ihre Verehrung bezeugend, beteten sie den Allmächtigen an mit den Worten: Wir beten dich an, Christus, hier und in allen deinen Kirchen. So wie der heilige Vater Franziskus sie gelehrt hatte. Und was nicht weniger zu bewundern ist, wo immer sie ein Kreuz oder das Zeichen eines Kreuzes erblickten, sei es am Boden oder an der Wand, an Bäumen oder an Zäunen, am Weg taten sie das Gleiche. Franziskus hätte also hier, wenn er so ein Kreuz gesehen hat, ich habe dieses Kreuz irgendwann einmal bekommen, ich weiß nicht mehr wann, das ist durch Verwachsung entstanden, dieses Kreuz. Franziskus hätte also vor diesem Kreuz sich niedergekniet und hätte dieses Kreuz angebetet. Und er wäre nicht auf die Idee gekommen, dass das ein Satanskreuz sein könnte. Ein weiteres Argument dafür, dass das Rasenkreuz kein Werk des Teufels ist, ergibt sich aus der Wirkung, die es auf Menschen hatte, die unter dämonischen Einfluss litten. Sie fühlten sich in der Nähe des Rasenkreuzes nicht wohl und mieden es, wie der böse Geist Heiliges meidet, wie er etwa Weihwasser nicht erträgt. In der Tonaufnahme Questiones Teil B ab Minute 17:10 wird Mutter Lex gefragt, ob es auch Menschen gibt, die Hemmungen haben, zum Rasenkreuz runterzugehen. Sie erzählte daraufhin von einem Ehepaar aus Salzburg, das in einem schweren Anliegen nach Eisenberg gekommen ist. Mutter Lex hat ihnen gesagt, dass sie zum Rasenkreuz gehen sollten. Hören wir, was sie selbst sagte. Habe ich gesagt, sie sollten zum Kreuz gehen, wo auch dabei unter mehreren Leuten Bett. Und der ist nur da bis zu der Rinnen gekommen, da, wo der erste Baum ist. Ja. Dann sagt er, auf einmal halt, ich kann nicht mehr weiter. Was ist da los? An dem Baum, da holt es nicht aus. Mir wird schon die Zungen gelähmt. Ich habe Angst um mein Leben. Es geschicht was mit mir. Und der Frau von Kärnten ist auch dabei gewesen, die war jetzt umlängst da vor einem Monat oder was. Und mehrere Leute haben das gesehen. Und dann hat seine Frau noch gebeten und ihn auch gesagt, er soll so probieren, vielleicht kann er da oben, wenn sie so weit herfahren, ein paar Vaterunser zu beten, nicht? Mhm. Aber er hat nicht keinen Schritt vorwärts können. Er hat nicht vorwärts können. Und da hat er zu schreien angefangen, ganz
aufgeregt ist er gewesen und zurück und gleich sofort wegfahren will, da hat er gesagt, er hält es da nicht aus und er auf dem Boden. Vielleicht war er auch ein bisschen besessen oder ja, was. Er hat nicht oben können. Sicher. Weil der Besessene hat auch nicht oben können, da haben sie mit dem oben schleppen zerdritt. Ja, ja. Er hat geschrien und brüllt, wenn dein Kreuz ist, mach es kaputt und sie vernichts und gespuckt hat sie aufs Kreuz. Und auf mir auch, auf mir ist auch so losgegangen. Ja. Somit, glaube ich, können wir den bösen Feind als Urheber für das Rasenkreuz ausschließen. Gibt es noch andere Möglichkeiten? Die Natur. Macht die Natur so ein Kreuz? Willibald Neuherz, er war Bezirks-Gendarmerie-Inspektor, der hat sich sehr angenommen um das Kreuz. Das war ihm wirklich wichtig. Also in der Folge, ja. Und er hat einen Vortrag Anfang der 70er Jahre gehalten und hat dabei Folgendes gesagt. Ich wurde damit beauftragt, die Sache zu untersuchen, weil unter Umständen Manipulation nicht auszuschließen sei. Damals war ich Gendarmerie-Postenkommandant dieses Gebietes. Zunächst habe ich mir das Kreuz im Garten angesehen. Im grünen Rasen hob sich eine große lateinische Kreuzform ab. Sie zeigte klare und scharfe Konturen, also auch hier scharf. Ja. Durch helle Färbung zeichnete sich die Kreuzform rasiermesserscharf vom satten Grün des Gartengrases ab. In der Folgezeit wurde das Kreuz von mir und meinen Beamten sowohl am Tag als auch nachts beobachtet. Ich weiß nicht genau, wie viele Tage das gewesen sind. Ich glaube, ich habe irgendwas mit 2 Wochen einmal gelesen, aber bin mir da jetzt nicht ganz sicher. Aber jedenfalls er und Inspektor Heisenberger, die haben das also sehr genau beobachtet. Über das Ergebnis dieser Beobachtungen wurden auch laufend der zuständigen Bezirkshauptmannschaft berichtet. Die haben auch Proben rausgenommen und dann weitergeleitet an den Bischof. Und dieser Inspektor hat auch einmal gesagt, ich habe leider das Zitat dann nicht mehr gefunden, aber ich habe das im Kopf, dass er das auch gesagt hat, die Natur macht so ein Kreuz nicht. Noch einmal dieses Kreuz, das ich schon einmal gezeigt habe. Dieses Kreuz ist ja auch kein reines Naturkreuz, sondern eben durch Verwachsung entstanden. Insofern denke ich, dass man sagen kann, und ich glaube, das ist theologisch richtig, ein Kreuz ist an sich widernatürlich. Denn unsere Natur liebt das Kreuz nicht. Nur in Christus können wir im Kreuz einen Sinn erkennen und finden und es lieben. Die vielen Menschen, die seit 1956 hierher kamen, sind ein indirekter Beweis, dass hier etwas zu sehen war, was man sonst nicht sieht. Nun bleibt aber noch eine letzte Möglichkeit. Der Mensch wurde das Rasenkreuz von Menschen gemacht. Und da war natürlich auch dann der Gedanke, dass man das mit Unkrautvertilgungsmitteln gemacht hat. Und nun hat aber auf Auftrag des Bischofs die Hochschule für Bodenkultur und die Bundesanstalt für Pflanzenschutz das genau untersucht. Zunächst, die haben auch Proben hier entnommen, das war im Oktober 56. Und dann haben sie das, was von den Proben da war, genau untersucht. Und dann haben sie auch mit Pappe, also mit Pappendeckel, haben sie so eine Kreuzform gemacht und haben dann 2 verschiedene Unkrautvertilgungsmittel verwendet. Und dann haben sie gesagt, nein, mit solchen chemischen Mitteln kann man das nicht machen. Warum? Weil solche exakten Kanten nicht erzeugt werden können. Das Ergebnis dieses Versuches, dass eben diese
Institute machten. Das steht im Gutachten vom 5. November 1956. Dass wohl mittels Schablone eine Kreuzform erzielt werden kann, dass aber deren Konturen unscharf sind und niemals die gleiche scharfe Abgrenzung wie im Garten des Besitzers Lex erzielt wird. Nun sagt Professor Kisser, das ist der, der für die Bodenkultur dieses Gutachten unterschrieben hat, also 1956 im November hat der also unterschrieben, das Gutachten. Kommen wir dann noch zu sprechen. 11 Jahre später, das war Anfang 68, also etwas mehr als 11 Jahre später, Berichtigung, da der Fernsehbeitrag von Professor Kisser laut Angabe des ORF Anfang 1969 gewesen sein dürfte, ist dieser Beitrag nicht 11 Jahre später, sondern etwas mehr als 12 Jahre später gewesen. Sagt er in einem ORF-Interview Folgendes, und das können wir jetzt sehen, das wurde erst vor kurzem ORF, circa 1,5 Jahre war das zurück, wo das, da hat es so Sendungen gegeben, damals und heute, ja, da hat man das verglichen. Und da hat man dann Folgendes gesehen. Ich habe mit 2 Fachleuten im Jahr 1956 dieses Wunderkreuz besucht und wir sind damals einwandfrei zu dem Ergebnis gekommen, dass es sich um ein Kunstprodukt von Menschenhand geschaffen handelt. Mit einem scharfen Schneidewerkzeug wurde das Kreuz ausgeschnitten, der Rasen oberflächlich abgehoben, er ist dann vertrocknet und wurde wiederum in dieses Kreuzmodell hineingelegt. Also er sagt, 11 Jahre später, im Gutachten steht ganz was anderes. Sagt er, einwandfrei zum Ergebnis gekommen, ein Kunstprodukt, scharfes Schneidewerkzeug. Was steht aber? Wirklich im Gutachten. Und ich habe das gegenübergestellt. Das Gutachten vom 5. November 1956. Das, was wir jetzt gehört haben, das ist rechts. ORF-Beitrag von 1968. Im Gutachten steht, die scharfe Abgrenzung der Kreuzform erwecken den Eindruck. Und er sagt aber, das hat er unterschrieben. Links hat er unterschrieben, er selber. Gesagt hat er 11 Jahre später, einwandfrei zum Ergebnis gekommen. Gutachten, dass mechanische Eingriffe erfolgt sind. Dass es sich um ein Kunstprodukt von Menschenhand geschaffen handelt. Also gut, da ist auch wieder ein Unterschied, obwohl das jetzt ziemlich identisch ist. Aber Eingriffe, ja, man kann ja sagen, man hat ein bisschen was gemacht, aber hier ist es ein Kunstprodukt von Menschenhand geschaffen. Warum da das, der Ausdruck, warum er den, das, den Ausdruck Kunstprodukt da verwendet, weiß ich nicht. Und dann heißt es im Gutachten, dass an sämtlichen untersuchten Pflänzchen deutlich zu sehen ist, dass sie an ihren unteren Enden entweder mit einem stumpfen Werkzeug abgeschnitten oder abgerissen wurden. Die müssen also, da stelle ich mir vor, diese Proben gehabt haben und dann haben sie sich diese Gräschen da angeschaut und haben gesagt, ja, das ist ja da so ganz ausgefranst und so weiter, also ein Stumpf. Das ist nicht schön geschnitten, ja. Er sagt aber dann, dass das Kreuz mit einem scharfen Messer ausgeschnitten wurde. Und das ist ein Widerspruch. Kisser widerspricht sich selber und damit entzieht er sich selbst die Qualifikation, hier als redlicher Wissenschaftler gearbeitet zu haben. Ergänzung bzw. Präzisierung. Wie aber konnte es zu diesem Widerspruch, ja zu diesem Sinneswandel bei Professor Kisser kommen? Pfarrer Hochwarter sagte in einem Telefonat am 4. September 2020, dieser Kerl, er meint Professor Kisser, hat gelogen und wollte der Diözese einen Gefallen tun.
Ich weiß, das Gras ist samt den Wurzeln herausgekommen, bis in die feinsten Verästelungen hinein. Und da will der Kerl dann eine Schnittfläche feststellen. Und die Diözese war froh, dass sie ein Gutachten gehabt hat, wo sie das dann negativ hat bewerten können. Zitat Ende. Mutter Lex und andere Zeugen sprechen davon, dass das in Kreuzform abgestorbene Gras wie Engelshaar war. Zitat: Das Gras war auf einmal, bis Anfang Oktober 1956, alles heraußen und ist oben gelegen, so zusammengewickelt alles, so wie Engelhaar. Mit jedem feinsten Wurzeln war es heraußen aus der Erde. Und der Erdboden war so flach und so glatt, kein Brösel Erde war beschädigt. Weder auf den Graswurzeln war etwas zu sehen gewesen, weder es war damals eine ganz große Trockenheit, ganz eine große, Zitat Ende. Siehe Pilgerwort Nummer 6. Aufgrund dieser Aussage muss man annehmen, dass, Zitat, die an den Pflänzchen festgestellten Schnitt- und Risswunden, Zitat Ende, die das Gutachten erwähnt, von denen verursacht wurden, die die Proben entnommen hatten. So auch Pfarrer Hottwagner und Hochwarter. Hochwarter behauptet darüber hinaus, dass er eine Fassung des Gutachtens besitzt, das folgenden Satz enthält, Zitat, mit solchen Kreuzen spielen sich die Kinder im Garten, Zitat Ende. Er sagte mir das in einem Telefonat am 18. Juni 2020. Wenn das stimmt, könnte es unterschiedliche Fassungen des Gutachtens gegeben haben und man kann dann Manipulationen desselben nicht ausschließen. Fazit: Man muss annehmen, dass der Sinneswandel bei Professor Kisser durch Druck von Seiten der Diözese auf diesen herrührt. Kisser sprach vor der Öffentlichkeit so, wie es die Diözese zu hören wünschte. Aber bleiben wir noch beim Menschen. Ich habe 2009 ein Gespräch mit dem Prälat Stierling gehabt. Da sieht man ihn auf dem Foto als ganz jungen Priester aus dem Jahre 1951. Er war ein Jahr Priester, ein Neckemarkter ist er. Später hat er so ausgeschaut, er war der Dompropst und war auch Generalvikar kurze Zeit. Er war damals, wie das Rasenkreuz entstanden ist, der Kanzleidirektor. Und mit ihm habe ich ein längeres Gespräch gehabt. Und da hat er mir in diesem Gespräch vom Ettel erzählt und hat gesagt, der Ettel hat ihm erzählt, dass der Kisser ihm Folgendes erzählt hat. Stierling erzählte mir am 17. Februar 2009, das war geschnitten. Also der Ettel hat das vom Kisser gehört. Die Wurzeln waren geschnitten. Und der Professor, wie er unten war, wie der Kisser also in Eisenberg war, hat also die Untersuchung gemacht. Wahrscheinlich war der Ettel dabei. Also ich habe das wörtlich abgeschrieben vom Gespräch. Ich habe das aufgenommen, habe ihn gefragt, ob ich das aufnehmen darf und so weiter. Und dort soll auch ein 14-jähriger Bub dabei gewesen sein von der Familie Lex, ungefähr 13, 14 Jahren. Das muss der Hansl gewesen sein, der Sohn von der Mutter Lex, der war damals 12 Jahre, also stimmt ungefähr die Schätzung. Und der hat ihnen so spöttisch zugeschaut, wie sie das dort untersuchten. Und der Bub dürfte, also vorher hat er dann noch gesagt, das habe ich auslassen, die Mutter Lex hat also da verschiedene Kreuze gesehen, der Bub hat das gehört und war von dem inspiriert, was also die Mutter Lex da erlebt hat. Und der Bub dürfte nicht in böser Absicht ein Kreuz ausgestochen haben, das dann mit der Zeit natürlich verwelkt, weil es geschnitten war. Er hat aber die Ziegel, also das, was er ausgeschnitten hat, wieder draufgelegt. Und so ist es also zu einem Heu geworden,
zu einem trockenen Gras. Und die Frau Lex weiß natürlich nichts davon, dass der Bub das gemacht haben soll. Also ich erspare mir alle Kommentare hier. Schade, dass Bischof Laszlo und die ganze Prüfungskommission diesem oberflächlichen Urteil von Professor Kisser auf den Leim gegangen sind. Ergänzung. Wie oben bereits korrigierend angemerkt wurde, hatte die Diözese Eisenstadt selber Interesse daran, dass der wissenschaftliche Beitrag von Professor Kisser im Einklang mit der eigenen Sichtweise war. Deshalb würde ich jetzt nicht mehr sagen, dass Bischof Laszlo und die ganze Prüfungskommission diesem oberflächlichen Urteil von Professor Kisser auf den Leim gegangen sind. Vielmehr würde ich heute sagen, dass der Bischof und oder die Untersuchungskommission alles tat, damit der wissenschaftliche Befund den eigenen Vorstellungen entsprach. Denn Sie schreiben in der kirchenamtlichen Erklärung vom 19. April 1969, da ist also das Ganze abgelehnt worden, es hat vorher auch schon Stellungnahmen gegeben, auch negativ, aber das war dann halt deftig. Ja. Dort wird also geschrieben von Seite der Kirche, die Fachkommission von der Hochschule für Bodenkultur und der Bundesanstalt für Pflanzenschutz stellte eindeutig fest, dass es sich beim Graskreuz um ein künstlich hergestelltes Produkt handelt, das durch Menschenhand verursacht wurde. Also im Gutachten steht, erwecken den Eindruck, dass es mit Menschenhand gemacht ist. Und der Bischof schreibt aber, beziehungsweise diese Kommission, stellte eindeutig fest. Und das ist ein Widerspruch zum Gutachten der Bodenkultur und somit eine Lüge. Im Gutachten steht nämlich wörtlich, die scharfe Abgrenzung der Kreuzform sowie die Art der Auflage des von Erdteilchen vollkommen freien vertrockneten Grases und auch die an den basalen Enden dieser Graspflänzchen vielfach festgestellten Riss- und Schnittwunden erwecken den Eindruck, dass mechanische Eingriffe erfolgt sind. Und der Bischof schreibt aber, stellte eindeutig fest. Also ich weiß es nicht, wie so etwas geht. Sie hätten da müssen wenigstens irgendeine Erklärung machen, warum das anders ist. Über 10 volle Jahre bin ich meiste Zeit im Bett gegangen, von 46 bis 56. 56 am 6. September. Und ich habe immer bitten, Herrgott, die Mutter Gottes, wenn ich noch 10 Jahre leben darf, bis die Kinder aus der Schule kommen. Am 6. September war der große Anbetungstag, was jedes Jahr ist. Und ich bin am Bett gesessen. Es war so um 7 Uhr in der Früh. Und ich wäre so gern in die Kirche gegangen, weil am Anbetungstag war es immer recht feierlich. Waren fremde Priester da. Und ich habe so betet und habe mir gedacht, mein Gott, ich möchte auch gerne in die Kirche gehen. Und auf einmal erscheint das Kreuz vor mir. Das ist eigentlich das Kreuz, der Baum, der grüne. Damals war er noch bloß, war nichts Grünes. Es war das Kreuz nur bloß. Es war nichts Grünes, aber man dachte, Mutter Gottes nicht. Und ich habe so hingeschaut zum Heiland. Und auf einmal ist er lebendig geworden, hat die Augen aufgeschlagen und ist Menschen groß geworden, so wie er normal am Kreuz war. Und ich habe ihm gebeten, er möchte uns die Sünden verzeihen. Ich habe gezittert und geschwitzt vor Angst. Und dann hat er die drei Worte gesprochen. Dir sind die Sünden vergeben, deiner Familie und den verstorbenen Eltern auch. Und da hat er mir so freundlich angelächelt. Und sein Gesicht hat gestrahlt, also hat geleuchtet wie die Sonne. Ich habe gar nicht hinschauen können. Ich habe die Herrlichkeit Gottes gesehen. Und dann hat es sich verkleinert wieder im Kreuz und das Kreuz verschwunden. Und ich war kalt in dem Moment.
Ich bin aufgestanden, bin Kirchengegangen. Ich war schon vielleicht 15 Jahre nicht mehr in der Kirche, weil ich so schwer krank war. Und die kleinen Kinder haben wir gehabt. Und ich bin Kirchengegangen und die Leute haben sich verwundert, dass ich jetzt Kirchen bin, in der Kirche gekommen bin, wo ich immer zum Sterben krank war. Und ich war schon gefesselt in der Kirche, ich habe nicht mehr weg können vom Gebet. Ich war nicht kalt, ich war total umwandelt. Ich war nicht mehr der Mensch, was ich vorher war. Ich habe gesagt, ein Heiland, bitte lass mich sterben, ich möchte die Welt nicht mehr sehen. Und seitdem bin ich ein anderer Mensch. Also ich bin für die Welt, die Welt bedeutet für mich nichts mehr, ins Geld und gar nichts. Ich lebe nur für den Heiland, für die Mutter Gottes. Und dass sie Zeugnis gibt für die Wahrheit, für die ganze Sache von diesem Kreuz und von allen, von den Erscheinungen. Und von dort an wurde ich dann gesund, habe ich jede Nacht gebetet am Kreuz, oft bis nach Mitternacht und sogar oft bis in der Früh, am Gründonnerstag, kein Freitag, kein Samstag und zur Kreuzerhöhung, die großen Feiertage, habe ich die ganze Nacht durchgebetet, bis die Sonne ist aufgegangen. Also, nachdem wir die anderen Möglichkeiten jetzt ausschließen können, müssen wir sagen, das ist eine Initiative des Himmels. Und das wird jetzt bestätigt durch das, was an diesem 6. September, bevor die Mutter Lex das Rasenkreuz entdeckt hat, was sie da erlebt hat und was wir da jetzt gehört haben. Da war sie 49 Jahre. Hier, diese Aufnahmen sind 3 Monate vor ihrem Tod. Und was mich da bei dieser Sache am stärksten irgendwie berührt, ist nicht bloß die Heilung, weil sie war 10 Jahre da mehr oder weniger im Bett, sondern besonders diese Umwandlung. Also sie ist ja vorher auch in die Kirche gegangen, vor dieser Zeit, sie sagt, 15 Jahre war sie nicht mehr in der Kirche. Aber da hat sie auch wahrscheinlich wie die anderen gebetet. Aber dann, an diesem Tag, musste sie sich wegreißen vom Gebet. Und da ist etwas in ihr passiert. Ich würde eine Analogie da auch sehen zu dem Geschehen, was die Teresa von Avila erlebt hat. Die war auch schon 20 Jahre im Kloster. Und mit 40 Jahren hat sie eine neue, weiß nicht, wie man das dann richtig nennt, Bekehrung gehabt. Und das hat ihr Leben völlig verändert. Ja, wie sie da den Heiland gesehen hat an einer Dornensäule, Teresa von Avila. Eine ganz neue Qualität. Und so auf dieser Ebene, glaube ich, können wir das durchaus sehen. Ich war total umwandelt. Und das sagt sie nicht nur hier, das sagt sie öfters. Also ich habe das sicher bei verschiedenen Tonbandaufnahmen 3-4 Mal gehört. Noch ein Video von der Mutter Lex, und zwar, wie sie die Entstehung vom Rasenkreuz erlebt hat. Wie ich am 6. September, am Anbetungstag, von der Kirche zu Hause gekommen bin, ich war schon gefesselt im Gebet, habe fast nicht weg können in den Kirchen, was vorher nicht der Fall war. Und dann war es schon ein bisschen spät und da wollte ich schnell was holen für die Schweine von Acker. Wir haben neben dem Garten war Acker. Da wollte ich Blätter holen von der Burgunder für die Schweine. Und ich gehe ahnungslos hinunter durch den Garten. Und an der Stelle, wo die Mutter Gottes zweimal erschienen ist das Gras in Kreuzform welk, also gelblich-braun. Und ich bin stehen geblieben und habe geschaut, habe mir gedacht, das kann vielleicht ein Zeichen, vielleicht ist ein Zeichen, weil ich die Mutter Gottes öfter bitt habe um ein Zeichen. Diese Umwandlung im Leben von Mutter Lex, von der sie öfter berichtet hat, gibt dem Rasenkreuz, so möchte ich sagen, eine Stimme. Es ist also
gekoppelt mit den vorgängigen Erscheinungen. Es gibt also vor dem Erscheinen des Rasenkreuzes Erscheinungen, damit ist es gekoppelt, aber auch dann mit den Erscheinungen nachher. Und jetzt kurz zur Chronologie der Erscheinungen, die es vorher gegeben hat. Leider, das findet man dann nicht immer so geordnet wie hier. Es hat schon eine erste Erscheinung gegeben von der Mutter Lex selber. Das liest man fast nirgends. Also sie hat schon 1946, wenn es so stimmt, und ich nehme das an, eine Erscheinung gehabt. Das sagt sie in einem Tonbandaufnahme. Ich habe nichts mehr gesehen, nichts mehr sprechen können 3 Tage. Ich war ganz abwesend. So schwer hat der Herrgott mich geprüft. Und damals ist er mir schon erschienen, wie ich so bewusstlos war, mit dem Kreuz auf der Schulter, mit Blut überströmt, mit der Dornenkrone, und hat gesagt, du musst mir auf meinem Leidensweg nachfolgen. Und dann hat alles erst angefangen. Dann 1947 hat der Vater eine Erscheinung gehabt. Und dann 1954, 2 Jahre bevor das Rasenkreuz erschienen ist, hat die Annemarie, sie war 6,5 Jahre, am 8. September dort auch eine Erscheinung gehabt. Und dann die Mutter Lex hat 1955 eine Erscheinung gehabt, am 13. Oktober. Das kann man in diesem Film, von dem wir jetzt Ausschnitte gehört haben, auch hören. Und dann hat sie eben am 6. September diese Christusschau gehabt. Aber es gibt dann eben auch die nachfolgenden Erscheinungen. Und da lesen wir in diesem Büchlein, das ist das erste Büchlein, das es gibt von Eisenberg. Das geheimnisvolle Kreuz von Eisenberg, das die Frau Dr. Binsker geschrieben hat auf den Namen ihres Vaters. Und da steht drinnen, das Erscheinen des Rasenkreuzes bildete gleichzeitig den Anfang von zahlreichen Visionen und Offenbarungen, die Frau Aloysia Lex seither fast täglich erhält. So sah die Bäuerin von 1956 bis 1960 häufig, oft mehrmals am Tag, leuchtende Kreuze am Himmel, besonders wenn sie im Garten betete. Zuerst zeigte sich meistens ein lichter Fleck, in dessen Mitte dann ein strahlendes Kreuz erschien, das in Richtung Osten wieder verschwand. Der Pater Bernhard Woschitzki hat das auch berichtet. Er hat ja auch mit der Mutter Lex eine Begegnung gehabt, 2 Wochen vor ihrem Tod. Von 1960 an beobachtete sie die Zeichen hauptsächlich am Abend, gold- oder silberglänzend, manchmal bis zu 10-mal hintereinander. Und jetzt kurz zusammengefasst jene Anhaltspunkte für die Echtheit. Zunächst das Kreuz am Boden habe ich jetzt schon behandelt. Man könnte da noch jetzt ergänzen, die 5 Punkte, die Heilung von der Mutter Lex, die Umwandlung von Mutter Lex, ihre Liebe zur Kirche und ihr geduldiges Annehmen der Leiden. Zum Punkt 1 gibt es noch etwas, der Pfarrer Wagner, das ist der Pfarrer Wagner, der 2003 verstorben ist, den ich sehr schätze. Der hat ein schweres Leben gehabt, hat auch ein kleines Büchlein geschrieben über sein eigenes Leben. Der ist beim Onkel, glaube ich, dann aufgewachsen, war Bäcker, ein Spätberufener. Und hat auch Konzilsgeist eingesaugt. Und nachdem er in Eisberg da war, hat er dann das alles ein bisschen geändert wieder. Und er schreibt in dem Buch, weil die Botschaften von Fatima so wenig beachtet wurden und werden, musste Maria noch eindringlicher ihre Botschaften in Eisenberg verkünden. Dazu kommt in Eisenberg auch noch das Rasenkreuz, das uns für ihre Botschaften ein Beweis sein soll. Maria sagt ausdrücklich darüber zu Mutter Lex, damit dir die Menschen glauben, was ich dir sage, habe ich durch einen Engel das Kreuzzeichen in den Boden einprägen lassen. Der Herr Pfarrer Wagner hat die Botschaften nicht wortwörtlich, sondern er sagt, er hat viel mit der Mutter Lex gesprochen und hat mitstenografiert
Und er sagt, die Botschaften, so wie ich sie da jetzt schreibe, sind nicht wortwörtlich, aber sie stimmen hundertprozentig dem Sinne nach. Das ist also dieses kleine Büchel, das er geschrieben hat über sein eigenes Leben. Und das ist die erste Erscheinungsform seines Buches. Licht über Eisenberg, das ist da im Untertitel, mystische Erlebnisse. Und zwar im Jahre 1986. Und das ist das Buch, so wie es jetzt noch zu bekommen ist. Und jetzt noch zu den anderen Punkten. Zum Punkt 4, Ihre Liebe zur Kirche. In einer Audioaufnahme sagt Mutter Lex, haltet zusammen, hängt an Gott. Mit großem Gottvertrauen müssen wir uns an dem Heiland und der Gottesmutter halten und an der Kirche. Die heilige Kirche, sie ist immer die Kirche und sie wird immer die Kirche bleiben. Es sind schon so viele Kämpfe gekommen über die Kirche und so viele Katastrophen. Die Kirche ist Jesus Christus selbst. Seht an das Kreuz. Yeah.